Nabernd, ich bin der Herr der Fliege und ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme von Tower of Fantasy. Ja, hier mal ein kleines Let's Test. Ich habe das Spiel gestern von Nvidia auf Twitter gepusht bekommen. Mit der Anzeige, dass man das Ganze auch mit Raytracing zocken kann. Und da ich ja eine RTX-Grafikkarte habe, habe ich mir gedacht, da will ich auf jeden Fall mal reinschauen. Sieht auch jetzt schon im Startscreen ziemlich geil aus. Ich persönlich mag so einen Anime-Stil auf jeden Fall sehr gerne. Ich habe mich durch die Einstellungen auch schon mal durchgeklickt. Die kann ich auf jeden Fall genauso nutzen, wie ich das möchte. Und dann können wir uns direkt mal in die Voreinstellungen reinwagen, dass gleichzeitig die Charaktererstellung ist. Hier sehen wir als allererstes, dass wir als Mädel unterwegs sein können, aber ich weiß nicht, ob ich so gern als Weibchen unterwegs sein möchte. Die ganze Zeit dieses Brustwackeln muss ich jetzt nicht unbedingt haben, vor allem, naja, es ist so typisch Anime, ne? Ich glaube, ich spiele lieber einen Kerl. Das sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ah, nee, so mit Pferdeschwanz muss ich jetzt nicht unbedingt unterwegs sein. Übertriebene Muskeln, naja, auch nicht so meins. Schön Punk auf dem Shirt stehen, geil. So muss das sein. Moment, wir gucken hier mal durch. Die Jacke ist ja auch genial, ne? Auch nicht so schlecht. Nee, das will ich auf jeden Fall nicht. Also entweder das oder das. Und dann ist natürlich die große Frage, welche Farbe? So richtig weiß gibt es nicht und so richtig schwarz auch nicht. Ich bin ja eher so der Schwarzträger eigentlich. Tja. Das können wir bestimmt im Laufe der Zeit noch ändern. Gehe ich jedenfalls einfach mal von aus. Deswegen nehme ich erstmal sowas. Ein Petrolblau ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Entweder so oder die Jacke. Können wir ihn drehen? Ja, wir können ihn auch drehen. Das ist schon mal gut. Ach, da hat er auf dem Rücken sogar noch was stehen. So ein großes Kreuz. Hier hat er so eine komische Tasche. Nee, wir nehmen die Jacke. Und das Blau, oder? Moment. Ja, doch. Das Blau ist schon gar nicht so schlecht. Das Zubehör können wir auch noch auswählen. Nein. Boah, das sieht schon... Können wir hoch und runter verschieben. Bisschen tiefer. Größe. Oh, nee, lassen wir so. Nee, eine Augenklappe will ich auf jeden Fall nicht haben. Ja, mit so einem Stirnband ist schon nice, oder? Ein bisschen tiefer. Ja, genau. So machen wir das. Ich denke mal, im Laufe der Zeit können wir das alles noch ändern. Mal schauen. Ist ja auch doll, wenn ich... Ja gut, das ist realistisch gegenüber mir, ne? Und ich bin ja auch eher der blasse Typ. Ein Riesenkopf. Ne, wir machen mal so einen kleinen. Den Hals. Ja, besonders viel können wir jetzt hier nicht verändern. Den lassen wir mal so, wie er ist. Die Brust machen wir. Schöne große Brust, das ist in Ordnung. Größe. Entweder ganz groß oder... Ah, ich bin ja schon ein großer Typ eigentlich. Mit großer, geschwollener Brust. Nee, so ein Trash-Charakter, da bin ich ja immer ganz weit davon entfernt. Das mache ich nicht so gern. Das Haar. Oh ja, bei den Haaren, da können wir uns auf jeden Fall mal was richtig Geniales raussuchen. Da gibt es ja immer wieder... Richtig coole Friesen. Das ist ja voll meins, ne?
Nee. Glaube ich, nehme die hier. So eine kleinen, schönen Superman-Power-Locke vorne dran. Das ist schon cool. Farbe 1, Farbe 2. Können sogar noch Kopfhörer aufsetzen. Nee. Häschenohren? Nee. Nee. Nee, dann nehmen wir nichts. Und dann machen wir die Haare. Ich würde die gern grau machen. Weil das mittlerweile auch meine Haarfarbe ist. So ein bisschen mit Lila drin. Ist auch geil, ne? Aber das ist ja eher pink. Moment. Ja. Doch, wir sehen ihn ja größtenteils von hinten, wenn wir mal ehrlich sind. Vielleicht dann doch alles so. Ist auch nicht so schlecht, ne? Oder hier so richtig schön angehaucht von Dragon Ball. Wäre auch nicht so verkehrt. Dann machen wir gleich einen auf Super Saiyajin. Aber ich werde das, glaube ich, so machen. Ja. Ja. Farbe 1. Machen wir vielleicht noch ein bisschen dunkler. In die blaue Richtung. Genau, dann laufen wir einfach komplett blau durch die Gegend. Ist auch okay. Schattierung. Schattierung. Sehen wir da überhaupt irgendwas? Ach so, das ist... Ah ja, alles klar. Ich weiß. Ich sehe es. Ja. Moment. Wollte das gar nicht so dermaßen blau haben. Habe ich ja gesorgt. So, benutzerdefiniert gibt es hier oben noch. Aha, gucke mal einer an. Wir können uns sogar schwarze Haare machen. Die Augenfarbe. Das sind aber nicht die Augen. Sättigung. Okay, hier reagiert er einfach gar nicht. Oh ja, jetzt kommen wir den grauen Haaren näher. Das ist geil. Das ist geil. Nee, Augenfarbe lassen wir so. Oh, hä? Wie jetzt? Nee, Helligkeit. Genau. So, und dann die Schattierung. Schattierung. Gar keine Schattierung ist auch nicht schlecht. Ja. So lassen wir das. Okay. So, und dann die Gesichtszüge. Da können wir anscheinend auch viel bearbeiten. Mal gucken. Gesicht. Was passiert denn, wenn wir das hier hochziehen? Ja, so ein bisschen breiteres Gesicht. Ja, Wangenknochen. Ja, Unterkiefer. Den machen wir ein bisschen schmaler. Das Kinn, nee, so spitz ist auch blöd, ne? Okay, untere Wangen. Na, das kommt mir doch schon ziemlich nah. Und der Kiefer, nee. Lieber ein bisschen schmaler. Und die Unterlippe. Also nicht die Unterlippe. Blub, 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 blub. Quark, Quark. Ja. Nee, ja. So lassen wir das. Vorne, hinten? Was verändert das genau? Durch die Jacke sehe ich hier kaum was. Ach so. Ja, das ist so ein nices Profil, wie ich finde. Augen. So, die Augenbrauen sehen wir sowieso nicht durch das runtergestellte Stirnband.
Ja, sehen wir nicht viel. Und die Farbe ist eigentlich auch ziemlich egal. Wir machen die einfach schwarz, was soll's, ne? Augenform. Klicken uns jetzt hier mal langsam durch. In so einem kleinen Let's Test muss man ja auch mal alles gesehen haben irgendwie. Ja. Sind auch ganz nice. Uah. Nee. Geht gar nicht. Nee, ist mir auch zu doll. Ich glaube, die finde ich ganz schick. Obwohl die auch gar nicht so schlecht sind, ne? Nee, die sind mir zu weit aufgerissen. Ja, ich glaube, die nehmen wir. So, dann gucken wir mal hier durch. Nö. Ja, die sind mir viel zu groß. Das finde ich auch nicht so cool. Nö, 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 nö. Wir bleiben mal bei den Voreinstellungen. So, wir können die... Ich bin der Undertaker. Was, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ne, wir lassen die mal so. Pupillenabstand. Ganzen Tag am Schielen. So Chamäleonblick. So. Pupillengröße. Ne, machen wir so. Pupillenbreite. Und ne, so auseinandergezogen sieht ja auch geschossen aus, ne? Machen wir die mal ein bisschen schmaler, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Gut, und dann Kontaktlinsen. Kontaktlinsen. Gibt es überhaupt keine Kontaktlinsen? Das sind so schmale Augen. Okay. Okay. Mit so eine. Oh, hier, Sasuke-Augen. Ne, machen wir mal ganz normale Augen, so wie es eigentlich auch sein soll. Zumindest in meinen Augen. Hehehe. So, das passen wir mal ein bisschen an die Haare an. Augenfarbe rechts. Ja. Was ist das hier? Ach so. Okay. Augenfarbe beide. Wir machen die mal so ein bisschen eisblau. Das ist, glaube ich, auch geil, ne? Können wir hier drinnen noch einen kleinen dunklen Schatten machen? Ach so, das ist jetzt... Nee. Das machen wir mal weiß. Genau. Passt schon. Nase. Die Nase sieht man kaum von vorne. Nur diesen kleinen Schatten. Hoch runter. Spitznase. Lange Nase. Das ist eher so Thaddäus. Ja, Nasenbreite. Moment, sieht man das überhaupt? Ja, so ein bisschen breiter darf die ruhig sein. Ja, so rein. Ja, eher so, ein bisschen angehaucht nach vorne und der Nasenrücken. Ja. Ich glaube, so würde ich ihn auch zeichnen. Nase 2. Was ist denn Nase 2? Aha. Nee. Nase 2? Ach so, das sind die verschiedenen Nasen, die man auswählen kann. Nee, wir belassen das Ganze bei Nase 1. Dann den Mund. Nee, lassen wir schön mittig. Die Mundbreite.
Okay. Vorderseite. Ja, Ja, so ein bisschen lächeln darfst du auch mal, ne? Gut, und Markierungen. Was sind denn Markierungen? Achso, die macht man am Auge. Beziehungsweise gibt es hier auch die Möglichkeit, die Position zu ändern. So ein bisschen Rosé, ein Schönheitsfleck, Sommersprossen. Tja. Oh ja, das ist ja auch cool. Cool ist das schon, dass man das so variieren kann, wo das hinkommt. Aber ich glaube, sowas brauche ich gar nicht. Kann ich das zurücksetzen? Okay. Nee, zurücksetzen. Ah, nein! Oh nein! Och nein! Das wollte ich nicht. Rückgängig! Oh, sowas Gemeines. Jetzt hat er uns das komplett kaputt gemacht. Welche Jacke hatten wir? Die hier. Oh Mann. Oh Mann. Was soll denn das? Ja, das wollten wir. Wir wollten das Stirnband. Das sollte runter. Und groß. Die Brustumfang und Größe. Haar haben wir uns, habe ich mich dafür entschieden. Haarfarbe. So, so. Benutzer definiert. Helligkeit raus. Sättigung. Achso. Genau, raus. Okay. Gesichtszüge. Ach, da hatten wir so. Können wir sogar. Klubschi, ey. Oh ja, so Tokyo Ghoul-mäßig ist auch nicht schlecht. Ne, wir nehmen das hier wieder. Wieso habe ich jetzt auf einmal einen Schal um? Das verstehe ich gar nicht. Oder hatte er eben gerade auch schon einen Schal um? Keine Ahnung. So, Moment. Wo sind wir jetzt? Gesichtsgröße. Gesichtsgröße. Wangenknochen. Ich sehe nichts. Ja, die machen wir ein bisschen breiter. Dann müssen wir halt jetzt nochmal von vorne anfangen. Mist, ey. Aber dass ich jetzt einen Schal um habe, das stört mich total. Den hat er schon die ganze Zeit um. Wieso hat mich der denn eben nicht gestört? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, das gehört tatsächlich zum Outfit dazu. Okay. Okay, okay. Runter. Größe. Ja. Forme. Den lassen wir mittig, hatten wir ja gesagt. Tja, wie es immer so ist, ne? In einem Let's Test muss auch mal was schief gehen. Okay, die Haare, Farbe 1, Farbe 2, Schattierung, aus. Genau. Vorne, Mitte, hinten. Nö, das passt. Gesichtszüge. Irgendwie habe ich das gerade besser gesehen gehabt in der ersten Einstellung. So, okay. Wangenknochen machen wir ein bisschen breiter. Unterkiefer. Schmaler. Kinn. Untere Wange. So. Unterkiefer. Okay. Unterlippe.
Okay. So, Augen. Ach, die waren voreingestellt, deswegen konnte man die Augenbrauen gar nicht sehen, siehst du? Augenform hatte ich mich für die hier entschieden. Die wollte ich ein bisschen höher haben. Augenabstand lassen wir so. Augentiefe. Ist okay. Da hatten wir die hier. Kontaktlinsen. Hatte ich wenn dann denn? Die bin ich der Meinung. So, und Augenfarbe beide. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Und einmal. Moment. Sättigung raus. Dann haben wir schön weiße Augen. Das passt. Nase. Ja, das ist ja jetzt gerade so eine Spitznase. Moment, genau, Nase 1 hatten wir gewählt. Hoch runter, Thaddäus. Breite. Da sieht man natürlich da gar nichts. Ja, das passt schon. Okay. Nasenrücken lassen wir so. Es hatte zwar ein ziemlich breites Gesicht irgendwie, aber ach, was soll's, ne? Ist ja nicht so, als wenn wir das die ganze Zeit sehen. Schön breiten Mund. Naja, so breit muss er auch nicht gemacht werden, ne? Vorderrückseite, Vorderrückseite. Nee, lassen wir so. Mundkrümmung. Ja, ein leichtes Lächeln verzaubert die Ladies. Gut, und Markierung lassen wir so. Da habe ich keinen Bock drauf. Das voreingestellte Look-System speichert die Wanderer, die du erstellt hast. Nachdem der Server verfügbar ist, kannst du im Aussehensystem deine Wanderer ins Spiel importieren. Okay. Importieren. Charakter-ID eingeben. Dörr, Flüge. Okay. Wie, Text ist zu lang. Wie, Text ist zu lang. Abbrechen. Fertig. Look speichern und verwenden. Okay. Fertig. Look speichern und verwenden. Ja. Schließen. Und wo ist mein Look jetzt? Was soll das sein? Hi. Nice to meet you. Ah. Let's go when you're ready. Okay, okay. Und. Wo ist mein Charakter jetzt? Tja. Gut. Okay, das scheinen die ganzen Server zu sein. Nee, ich möchte einen Europa-Server auf jeden Fall. Tja. Ruhig, beliebt. Warteschleife. Cast Cave. Soll ich mir jetzt... Oh, jetzt muss ich mir für irgendeinen Server entscheiden. Und hab keine Ahnung. Aber hier ist ein Daumen. Dann nehmen wir den. Cast Cave. You wish to see me, my lord? Hykros has sent someone into the quarantine zone.
to release the hounds. Target signal lost. I can't locate it anymore. Careful. Something about this place doesn't feel right. Also ich hatte jetzt erwartet, dass wir mit der Voreinstellung tatsächlich dann unseren Charakter bereits geformt haben, aber so wie es aussieht, nicht. Du bist der Chef. Bewege dich zum Pfeil. Oh, mit WASD steuern? Das ist ja nice. Okay. Sieht auf den ersten Blick schon mal ziemlich geil aus. Ich hoffe wirklich, dass wir die Charaktereinstellung noch mal irgendwie anpassen können. FF. A mine. This wasn't mentioned in the intel. Energy reserves are low. Oh, please don't fail me now. No! Those monsters aren't here. Let's go und fight. Oh yes. Eins. Alter. Ja, nice. Oh, das Schwert schwebt die ganze Zeit so auf dem Rücken. Das ist auch gar nicht so verkehrt vom Design her. Kisten hier mal aufmachen. Ist da irgendwas drin? Nö. Klettere die Wand vor dir hoch. Okay. Achso. Die Ausdauer kann man auch nutzen, um da hochzuspringen. Feuerkern und Blitzkern erhalten. It's freezing. Ich bin wie gestunt. Ich hoffe, ihr könnt den Untertitel mitlesen. Ich will ihm eigentlich nicht dazwischen quatschen. Ich bin ja schon sehr froh, dass hier die ganze Zeit gesprochen wird. Du kannst elementar... Hallo, so schnell bin ich nicht. Achso, kann ich damit ausschalten? Okay. Aberranten, aha. Nee. Also ihr werdet hier wohl nicht gesteinigt werden. Alter, das soll ein MMO sein, weil jemand sich so steuert. Das ist ja richtig.
bisschen Informationen rauszuhauen. Und hier gibt es. Oh Gott, ich hab's vergessen. Irgendwie seit ein paar Monaten. Aber erst seit dem 20. Oktober auf Steam. Warning. Suppressor reserves low. Right now? Come on, just a little longer. Noch ein bisschen durchhalten, das wird ja wohl drin sein. Machen wir mal die Kiste hier auf. Eiskern und Steinkern erhalten. Genau, das Spiel gibt es seit dem 20. Oktober auf Steam. Soweit ich weiß, gibt es das bisher auch nur auf PC, wird aber, so wie ich es gelesen habe, auch noch für die PlayStation und so weiter rauskommen. Just a little more. A little. Target acquired. Understood. Take him away and wipe their memory. Stellt sicher, dass die Erinnerungen gelöscht werden? Na, so geht das aber nicht, Jungsfräulein. Bitte warten. Bitte warten. Kommen wir jetzt schon in die Hauptwelt? Projekt Prisma. Ein Projekt zur Erforschung von Omnium, das von der alten Föderation gefördert wurde. Unter anderem wurde im Zuge des Projekts der Tower of Fantasy gebaut und der Komet Mara eingefangen, um Omnium zu ernten. Interesting. So, was machst du jetzt? Er lädt und lädt und lädt. Hat sich das Spiel jetzt aufgehängt? Nee. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht so aus. Ah, jetzt kommt langsam Musik. Okay, okay, er hat nur ein bisschen laden müssen. Zeke, their heart rate is stable now. The worst is over. Now comes the road to recovery. Good thing we got there in time. Hmm? What's that? Movement? Light? What happened? Hey, can you see me? Shirley, Zeke, hallo. Come here. Zeke, hallo. Suppressor seems to be fine. No need to worry. Where am I? Astra Shelter. Von der Schippe gesprungen? Frage den Mann, was los ist. Alter, das sieht schon nice aus, ne? So, sieht Your suppressor has been replaced with a new energy cell. Feeling better? Dein Suppressor wurde durch eine neue Energiezelle ersetzt. Geht's dir besser? Much better. And you are? Auf jeden Fall, aber wer seid ihr? Du warst den ganzen Tag weg. Ich dachte schon, du bist... That's Shirley, and I'm Zeke. Das ist Shirley, und ich bin ihr Bruder Zeke. Ich bin für diese Zuflucht verantwortlich. You saved me? Ihr habt mich gerettet? Of course. We found you passed out behind the shelter and... Du lagst ohnmächtig, na klar, du lagst ohnmächtig hinter der Zuflucht und... Your suppressor was out of power, so we brought you in and fixed it. Dein Suppressor hatte keinen Saft mehr, also haben wir dich hierher gebracht und ihn repariert. Was auch immer mein Suppressor ist. Das ist die Astra-Zuflucht. Gebietscode HT501. What's your name? And what are you doing all alone in the mountains? Wie heißt du und was hast du alle allein in den Bergen zu suchen? I don't know. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. This person was all bruised up and passed out in the mountain. Probably a lost scavenger. Naja, du warst ziemlich lediert und ohnmächtig. Wahrscheinlich gehörst du zu irgendwelchen Plünderern. A lost scavenger? Well, tough luck. The aberrants built a nest in the machine cemetery. You're lucky we found you alive. Zu Plünderern? Tja, Pech gehabt. Die Aberranten haben sich im Maschinenfriedhof eingenistet.
Du kannst vom Glück reden, dass du noch lebst. You can stay here until you recover your memories. We did a full scan of your body and everything seems to be in the clear. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich mitlesen sollte. Ich denke mal, während sie am Sprechen sind, werdet ihr das ja auch schon lesen. Ja, nee, ich bleib jetzt erstmal dabei. Du kannst hier bleiben, bis du deine Erinnerungen zurück hast. Wir haben deinen Körper gescannt und es scheint alles in Ordnung zu sein. Thank you. Ich, vielen Dank. Go get yourself cleaned up. You look like a mess. Und jetzt mach dich frisch. Das kann sich ja keiner mit ansehen. Shirley, go show the newcomer to Celine. I've already informed her. Shirley, bring unseren Neuling zu Celine. Ich habe ihr schon Bescheid gegeben. Hey, Newbie, this way. Alles klar. Hey, Neuling, komm mit. Oh, and your weapon is on top of that crate. Don't forget to pick it up. Oh, und deine Waffe liegt da auf der Kiste. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ach, hier. IM-Klinge. Ja. Alter. Übelste Turm. Not too shabby, am I right? Gar nicht mal so übel, oder? Did both you and Zeke grow up here? Bist du zusammen mit Zeke hier aufgewachsen? Wir leben schon hier, seit wir klein sind. Damals waren wir nicht viele. Jeder hat mitgeholfen, diese Zuflucht nach und nach aufzubauen. Ach ja? Was geht jetzt ab? This is... Greetings. I am Mia, a fourth generation smart servant. Mia's my assistant. Zeke found her in one of the ruins. But its language model is a little buggy, so it talks funny sometimes. I apologize. I will do my best to make my speech intelligible. Oh, you're fine, Mia. Come with me, please. We should not keep Miss Celine waiting. Okay, das war jetzt alles zu durcheinander, um das alles dann auch noch vorzulesen. Die Insel Astra. Die Astra-Zuflucht ist mir fremd. Zeke und Shirley haben mich dorthin gebracht, als ich bewusstlos war. Doch ich kann mich an nichts erinnern, was davor passiert ist. Außer, dass ich mich unwohl fühlte. Was ist passiert? Ich muss es herausfinden. Hochgestuft, Stufe 2. Okay. Map? Ja. Das sieht schon mal ziemlich groß aus. Achso, mit Rechtsklick kann ich ausweichen. Hier haben wir einen kleinen Glitzerpfad, den wir folgen können. Die Kisten öffnen kann ich nicht. Oh, wie das Gras sich bewegt, ist ja auch geil. Darf ich mich jetzt hier erstmal ein bisschen umschauen oder was ist los? Was ist das hier? Astra-Erkundungspunkt? Erkunde Gebiete, um ihren Erkundungsfortschritt zu erhöhen. Nachdem du bestimmte Erkundungsfortschritte erreicht hast, kannst du noch größere Belohnungen abholen. Gut. Zum Schließen auf eine beliebige Stelle drücken. Machen wir so. Guck mal, hier ist auch noch eine Kiste. Rostige Eisentruhe. Wie gesagt, das Spiel ist jetzt noch ziemlich neu. Ziemlich neu auf Steam auch noch. Deswegen werden wahrscheinlich zwischendurch Lags da sein. Kann mir nicht vorstellen, dass das an meinem PC liegt. Jedenfalls erstmal nicht. Wenn sich das jetzt so im Laufe der Zeit etabliert, dann werden wir da mal gucken, dass wir da vielleicht was verändern. Automatischer Sprint. Beim Bewegen automatisch sprinten oder tippe auf Ausweichen, um Sprinten beim Bewegen zu aktivieren. Nö, das ist mir zu blöd. So.
Hey, see that automatischer Sprint ist für mich schon entspannter. That's the Bethlehem. My brother said it's been here for 50 years. 50 years? Yeah, when the cataclysm took place, an omnium explosion destroyed an entire fleet that was patrolling nearby. Only the Bethlehem managed to land on the island. The shelter was built around its remains. Hey, that's Celine. Gaia, hätte ich dich ansprechen können? Brauchst du Hilfe? Nö, gerade nicht. Gerade erhalte ich schon Hilfe. Hallo, Celine. So, you're the one they rescued from outside? Du bist also der Neuling, der gerettet wurde. Hello. I'm Hallo, here ich bin hier, weil... You don't seem to be older than Shirley. The outside world must not have been kind to you. Du scheinst ungefähr so alt wie Shirley zu sein. Die Welt da draußen muss hart zu dir gewesen Celine, sein. Let's help our newcomer get settled in. Celine, helfen wir unserem Neuling bei der Eingewöhnung. Yes. Ja, sicher. Boah, voll die zerschlissene Hose hier. Wie siehst du denn aus? Es sind Voreinstellungen verfügbar. Jetzt importieren. Ja. Aber wir haben noch keine unterschiedlichen Augenfarben gewählt. Moment, so geht das aber nicht hier. Augen, beide Augen, da. Nee, Kontaktlinsen. Augenfarbe, beide. Genau. So wollte ich das haben. Fertig. Look speichern und verwenden. Okay. Aussehen gespeichert. Alter, seit wann hat er jetzt so eine Robobeine? Nun gut. Und wir sind ziemlich groß. Aber okay. Nothing like some brand new clothes. Es geht doch nichts über brandneue Kleidung, oder? Thanks for your help. Danke für deine Hilfe. Anyway, now that's done. You can really show the newcomer around the shelter. See if anything needs help. Da das jetzt erledigt ist, kannst du den Neuling in der Zuflucht rumführen. Vielleicht braucht irgendjemand Hilfe. Leave it to me. Mach ich. I think she likes you. This is ich glaube, sie mag dich. You can monitor every nook and cranny of the shelter here. Okay. Morning, Shirley. Guten Morgen, Shirley. Morning, Uncle Paul. Guten Morgen, Onkel Palu. Rescued? How are we feeling today? Das muss der Neuling sein, den ihr aufgegabelt habt. Wie fühlst Much du dich? Better. Thanks. Viel besser, danke. Staying alive is all that matters in times like these. Consider yourself lucky. In Zeiten wie diesen ist nur wichtig, dass man irgendwie durchkommt. Du hast Glück gehabt. Uncle Paul, is that alcohol I'm smelling? Ugh. Onkel Palu, rieche ich da etwa Alkohol? Igitt. I might have had a drink or two last night. I was just going to retrieve the environmental monitoring data. Kann sein, dass ich gestern ein, zwei Drinks hatte. Aber jetzt muss ich die Umweltüberwachungsdaten abrufen. You're still hungover, aren't you, Uncle Paul? Fine, I'll do it. Wouldn't want you to fall into the water again like last time. Du hast einen Kater, oder, Onkel Palu? Na schön, ich kümmere mich drum. Ich will ja nicht, dass du wie letztes Mal ins Wasser fällst. Ich empfange ein paar sehr starke Störungen. Diese Typen machen keine halben Sachen. Huh? You want to do it? Was, du willst dich drum kümmern? Ich habe doch nur Drohne gefragt? That's great. Take the chance to look around the shelter, and you won't get lost with the drone guiding you. Toll, nutz die Gelegenheit doch, um dich in der Zuflucht umzugucken. Mit der Drohne kannst du dich gar nicht verirren. Okay. Ich habe jetzt gerade irgendwie das Gefühl, dass die Übersetzung ein bisschen laggt. Alaba, hallo, ich bin Alaba. Ich kann nicht mit dir spielen, dafür bist du etwas zu alt. Das sehe ich auch so. Achso, das ist die Drohne.
Mit der kann ich jetzt fliegen oder was? Steuere die kleine Drohne, um die Umweltdaten zu beschaffen. Und wie steuere ich die? Sammle Hydrologiedaten. How does it feel to fly? Don't worry, just hold on tight. Silberbarsch. I'm an expert. Achso, die fliegt jetzt automatisch oder was? Durchsuche Datenbank. Das war ein Unfall. Ach so, ehrlich. Sammle Pflanzendatenproben. Ha? Ein Löwenzahn. Was? Sammle Gesteinsdaten. Ein Löwenzahn mit einem Schwarzkern im Inneren. Schlage auf den Samen, um den Schwarzkern zu erhalten. Okay. All done? Let's head on back then. Fertig, gut dann. Sammle geologische Datenproben. 1500 Erfahrungspunkte. Juhu! Hochgestuft auf Stufe 3. Das sind genug Datenproben. Gute Arbeit. Komm zurück, dann führe ich dich noch ein bisschen herum. Ich weiß zwar nicht genau, was ich jetzt gerade getan habe, aber naja. Man merkt, also ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass die, dass das Spiel noch in den Anfängen ist. Gut gemacht, ich bringe die Daten zu Alfred. Ich habe das heute nur dank eurer Hilfe geschafft. Long-term consumption of alcohol is hazardous to physical health. Please follow your dietary recommendations. Reduce alcohol consumption and exercise regularly. Klugscheißer! Mia hat gesagt, Auswertung langfristiger Alkoholkonsum gefährdet die körperliche Gesundheit. Bitte halte dich an die Ernährungsempfehlung, reduziere deinen Alkoholkonsum und treibe regelmäßig Sport. You said it, Mia. Uncle Paul, you'd be smart to listen. Da sagst du was, Mia. Onkel Palu, du solltest lieber auf sie hören. Na gut. Alright, moving on. Also gut, weiter geht's. I'll take you to meet Fanny. Komm, wir gehen zu Fanny. Wo auch immer Fanny ist. Achso, Fanny ist hier. Fanny! Fanny! Shirley, what brings you here? Was machst du denn hier? Ich möchte dir jemanden vorstellen. Hallo. Oh, I heard about you. How are you feeling? Oh, ich habe schon von dir gehört. Wie geht's dir? Zeke replaced the cells in the suppressor. Nothing to worry about. Zeke hat die Energiezellen vom Suppressor ausgetauscht, also gibt es keinen Grund zur Sorge. Oh, I almost forgot. This is Fanny. She's like my big sister, but she's only older than me by 2 days. Oh, fast vergessen. Das ist Fanny. Sie ist wie meine große Schwester, obwohl sie nur 2 Tage älter ist. She's the best chef around. You must try her food. Niemand hier kocht besser als sie. Du musst ihr Essen probieren. I can cook you anything you want. As soon as the space rift is fixed, then I can get fresh ingredients. Ich kann dir alles kochen, sobald der Raumriss repariert ist, jedenfalls, dann kann ich frische Zutaten besorgen. Fix the space rift? No biggie, we can do that. Let's go. Den Raumriss reparieren? Kinderspiel, wir übernehmen das. Komm. About the space rift. It's best was den Raumriss angeht, sagt meinem Bruder am besten nichts. Records show that the shelter had 8 accidents this month, and Shirley was responsible for. Ah, das mit den Lecks geht mir schon ein bisschen auf den Nerv, ne? TMI. So, this is our space rift. Das ist unser Raumriss. I don't actually know. Uncle Paul says it uses Omnium to break things down for transmission and reassemble them at the other end. Das weiß ich auch nicht. Onkel Palu sagt, dass er Dinge auf der einen Seite mithilfe von Omnium zerlegt und sie dann überträgt und wieder zusammensetzt. So am I still me if I was broken down and reassembled? Echt? Bin ich dann noch ich, wenn ich zerlegt und wieder zusammengesetzt werde? I used it a couple of times and I still feel like me. Ich hab ihn schon ein paar Mal benutzt und fühle mich noch wie immer.
Das ist gut. So, how are we going to fix it? Und wie willst du ihn reparieren? The energy conversion filter is broken. That's all. We can just replace it. Der Filter zur Energieumwandlung ist kaputt, mehr nicht. Wir müssen ihn nun ersetzen. Simple? Ist das alles? Uncle Paul taught me. Onkel Palu hat mir das beigebracht. Könntest du mir den neuen Filter von da drüben holen? Ich gucke mir schnell das Betriebsprogramm an. Achso, das ist dann wahrscheinlich Schnellreise, wenn ich das richtig verstehe. So. Hilfst du mir, den Filter einzusetzen? Ich glaube, so schnell kann ich das doch gar nicht lesen. Got it. Okay. Hier sind Dinge zu tun, die habe ich vorher in einem MMO so noch nicht erlebt. Das war doch kinderleicht. Jetzt müssen wir nur noch testen, ob auch alles funktioniert. Test? On what? Und womit? On us, of course. But you can only travel from a space rift to another space rift that you've activated. Na, mit uns. Allerdings kann man von einem Raumriss nur zu einem anderen Raumriss reisen, die man schon aktiviert hat. You only have access to one space rift. Leave the testing to me. Da das hier dein erster Raumriss ist, kannst du den Test mir I'm überlassen. Not sure that's such a good idea. Ich weiß nicht, ob das eine gute Don't Idee worry. Ist. I'll be fine. Be right back. Wird schon schief gehen. Bin gleich wieder da. Wird schon schief gehen. Everything's fine. Alles in Ordnung. Ich bin hier im Hafen von Bangus und... Was machen Beobachter hier? Weg von mir! Hilfe! Ich hasse Insekten! Feindliche Einheiten erkannt. Übertrage Waffendaten. Bereit haben zu kämpfen. Oh, was habe ich denn jetzt für Schwerter? Das ist ja ungewöhnlich. Wenn eine Waffenladung im Kampf voll ist, löst der Waffenwechsel einen Entladungsangriff aus. Okay. Nachdem du die Ziele angegriffen hast und genug Omnium gesammelt hast, tippe hier. Damit kannst du die Waffen wechseln und einen Entladungsangriff auslösen. Und feindselige Energie angekommen. Waffenverbesserung wird vorbereitet. Gehe zu Waffen. Waffe verbessern. Okay. Alle auswählen. Verbessern. Von Stufe 0 auf Stufe 6? What? Oh. Ich kriege mir ein paar Finger miteinander angreifen. Das ist gemein. Achso, ich habe so eine Ausweichleiste. Okay. Wie ist Gui ganz schön weit auseinandergezogen? Kann gar nicht sehen, wann ich ausweichen kann. Und das Ding explodiert auch noch. Hochgestuft, Stufe 5. Stufe 5? Wann haben wir denn Stufe 4 gemacht? So. Während des Kampfes war ja alles in Ordnung mit den Lags, aber zwischendurch ist es ganz schön heftig, ne? Wo sind die Monster? Sind sie weg? They're gone. You're safe, ja, du bist in Sicherheit, Shirley. Phew. Are you hurt? Bist du verletzt? Protokoll, diesen Monat gab es 9 Zwischenfälle in der Zuflucht. Sorry. Tut mir leid, ich habe echt Angst vor Insekten. How did you run into it? Wie ist das überhaupt passiert? Something wrong with the space rift locating system. I was transported to Banjus Beach, and that's where I saw them. Irgendwas stimmt nicht mit dem Lokalisierungssystem vom Raumriss. Ich wurde zum Strand von Bangus transportiert und bin ihnen direkt begegnet. The locating system's infrastructure is really high tech. I don't think even Uncle Paul can figure it out. Die Infrastruktur des Lokalisierungssystems ist hochmodern. Vermutlich steigt da nicht mal Onkel Palu da durch. Franz for help.
Vielleicht können wir Franz um Hilfe bitten. Oh, yeah. Why didn't I think of that? Ach ja, warum bin ich nicht drauf gekommen? Franz from Hypros. Wer ist das? Franz von den Hypros ist super clever. Komm schon, wir suchen ihn. Warning. Space Rift malfunctioned. Normal operations suspended. Mia should stay here to warn others. Warnung, Fehlfunktion im Raumriss, normaler Betrieb unterbrochen. Mia sollte hier bleiben und die anderen warnen. Good point, Mia. I'll leave it to you then. Gute Einwand, Mia. Ich überlasse dir das. Careful. Don't let my brother know that we're sneaking out. Is the person you're looking for just outside of the shelter? Not much further. Come on. Guck mal, hier ist doch was dahinter. Das hätte mich auch sehr gewundert, wenn da nichts dahinter ist. Was ist das? Typ 2 Passworttruhe. Entziffern. Entziffern forciert. Forciert. Selbstzerstörungsfrequenz. Was? Waffenbatterie. Oh, so viel. Und so viel auch unerklärt, ne? Bisher jedenfalls. Alter, eine gigantische Waffe ist das? Nun gut, Shirley. Siehst du den großen Felsen da auf der anderen Seite vom blauen Fluss? Yes, I see it. But it looks like some sort of projection. Ja, sehe ich, aber es sieht aus wie eine Art Projektion, oder? It's the entrance to a facility from the old Federation days. They have a Soleocrim system set up to disguise it as a boulder. Sieg meinte, das wäre der Eingang zu einer Anlage aus der Zeit der alten Föderation. Sie haben ein Simulacrum-System installiert, um ihn wie einen Felsen aussehen zu lassen. What's in there? Und was ist da drin? I don't know. Zeke doesn't allow me to get close to it. He says it's dangerous. Keine Ahnung, Zeke lässt mich nicht mal in die Nähe. Er sagt, es wäre zu gefährlich. There's something super important in there. Hycros specially sent Franz here just to investigate it. Ich wette, es ist irgendetwas extrem Wichtiges da drin. Hycros hat extra Franz geschickt, um Nachforschungen anzustellen. Get ready. We need to get to the other side of the river. Mach dich bereit, wir müssen zum anderen Flussufer. Gut. Oben steht neu bei Escape, aber ich werde dir erstmal folgen. Dann haben wir die ganze Zeit da noch einen Umschlag mit Post. Come on, let me show Komm, you something fun. Ich zeig dir was Witziges. What is it? Was denn? It's a long way to get down this cliff. So how about a shortcut? Der Weg zum Fuß dieser Klippe ist ganz schön weit. Wie wäre es mit einer Abkürzung? Hört sich gefährlich an oder ich bin bereit? Ich Don't bin bereit. Worry. Just do what I do. It's totally safe, I promise. Keine Sorge, mach mir einfach alles nach. Das ist total sicher, Ehrenwort. Warte mal, du willst doch nicht. Du willst die Klippe runterspringen, ne? Ja, war ja klar. So, kann ich jetzt hier irgendwas sammeln? Löwenzahn. Ah ja, okay. Oh, wir sammeln das einfach mal ein, warum auch nicht? Ach so. Wir sind Sprungpilze. That was fun, wasn't it? Lustig, stimmt's? We're gonna cross the river. You do know how to swim, right? Du kannst doch schwimmen, oder? Bin zwar kein Experte oder sowas. Absolut, na klar First kann ich das. Wie wär's mit einem Rennen? Wer zuerst am anderen Ufer ist, hat gewonnen. Okay, I'm counting down. Okay, ich zähle runter. Three, one. Wie gemein! Ah ja, ich kann sogar schnell schwimmen. Ein bisschen Leertaste drücken, dann kann man auch ein bisschen schneller vorankommen. Franz! Hallo Franz! Franz! Oh, well, if it isn't little Shirley. Wenn das nicht die kleine Shirley ist. Wie ungewöhnlich, dass Sieg dich herkommen lässt. Sieg hat zu tun und wir müssen dich um einen Gefallen bitten. There's something wrong with the Space Rift's locating system. And you're the only one who knows how to fix it around here. Irgendwas stimmt nicht mit dem Lokalisierungssystem vom Raumriss und du bist der Einzige hier, der sich damit auskennt. Oh, no problem. I'll take a look on the way back.
Kein Problem, ich schaue mir das auf dem Rückweg an. We were sort of thinking if you could help us maybe now? We're kinda in a hurry. Wir haben gehofft, dass du uns, naja, jetzt helfen könntest. Es ist relativ dringend. Well, but I'm trying to fix this deconstructor. Naja, aber ich repariere gerade diesen Dekonstruktor. Deconstructor? Is that the thing that can eliminate the simulacrum system? Dekonstruktor, das Dings, das das Simulacrum-System ausschalten kann? Right. However, this antique stopped working just when I needed it. Genau, aber im selben Moment, wo ich es gebraucht hätte, gibt es natürlich den Geist auf. Wird es reparieren schwierig sein? Es ist bloß ein Kurzschluss, aber ein paar Teile im Inneren sind ausgebrannt. Könnte eine Weile dauern. Fanny is trying to get to Banjes. We're running out of food in the shelter. Aber Fanny muss nach Banjes. In der Zuflucht geht es und geht uns das Essen aus. Fine. I'll go fix the spacecraft and come back to this later. Na schön. Ich gehe den Raumriss reparieren und kümmere mich später hierum. Stay here and don't cause any trouble, okay? Don't worry, you know me. Ja, genau. Du bleibst hier und rührst nichts an, sagt er. Und sie sagt, naja, du kennst mich doch. Kochen kann man da. Shirley mal ansprechen. I may have a way to get this machine working again. Ich habe eine Idee, wie ich die Maschine wieder zum Laufen bringen kann. Shirley, you're not suggesting. Shirley, du denkst doch nicht dran. You want to know what's inside too, don't you? If we get this deconstructor working, we can take a peek. Du willst doch auch wissen, was drinnen ist, oder? Wenn der Dekonstruktor wieder läuft, können wir einen Blick darauf this werfen. This deconstructor is an old model manufactured by Banjes Tech. It's not too complicated, so I think I can fix it. Dieser Dekonstruktor ist ein altes Modell von Banjes Technik. So kompliziert ist er nicht. Ich glaube, ich krieg ihn wieder flott. From the looks of it, I think the power source probably burned out. So wie es aussieht, ist die Energiequelle im Eimer. So, what should we do? Also, was sollen wir tun? Well, someone should stay here to watch over things. Can you please go to the Astra Omnium Tower? There's a scrapper there. Ask it if we can borrow its backup power source. Naja, jemand sollte hier bleiben und aufpassen, aber am Astra Omnium Turm gibt es einen Schrottbot. Kannst du dort bitte fragen, ob er uns eine Ersatzenergiequelle borgt? So just mention my name and it'll definitely help us. Wir sind befreundet. Wenn du meinen Namen erwähnst, hilft er uns bestimmt. But hey, it's dangerous to be far away from the shelter. And it's quite a journey there. So be careful, okay? Nur so weit von der Zuflucht entfernt ist es gefährlich und es ist ein ordentliches Stück. Also sei vorsichtig, ja? Take my jetpack. You'll get there way faster. Just be careful with it. And if anything dangerous happens, just run. Ach ja, nimm mein Jetpack. So bist du im Nu dort. Aber pass gut darauf auf und wenn irgendwas passiert, lauf einfach weg. Yeah, Jetpack? Flieg mit dem Jetpack über schwieriges Gelände, versuch es mal. Halte den Jetpack gedrückt und ziehe die Taste, um die Richtung zu ändern. Lasse dann los, um in Richtung des Pfeils zu sprinten. Taste des Jetpacks? Jetpack antippen, um es zu verwenden. Konnte mich jetzt nicht bewegen? Wenn du dich einem Ziel in der Luft näherst, fängt die Angriffstaste an zu blinken. Tippe, dadurch wird ein verheerender Luftangriff angesetzt. Oh Gott, Riesenvieh. Pilzmensch. Erkundungsmodus, Anleitungsmodus. Nur einige Missionen haben blaue Punktanzeigen. Alle Missionen haben blaue Punktanzeigen. Ja, das machen wir lieber. Anleitungsmodus. Einen schönen Glitzerpfad zu haben, ist gar nicht so schlecht. So. Moment. Kopfsalat. Essen kann vorübergehend deine Kampfkraft steigern. Okay. Finden wir ja viel Kopfsalat. Können wir das natürlich auch abbauen? Auf jeden Fall können wir es zerstören. Das war keine gute Idee.
Gold 216, EP, Schwarzkern erhalten, alles klar. Kommen wir hier rein? Nee. Omikorn. Gefallene Früchte. Okay, okay, okay. Vielleicht sollte ich das Anti-Aliasing mal ein bisschen runterschalten. Damit das nicht so laggt. Okay, und was mache ich jetzt mit dir? Einmal da rein. Ups. Entschuldigung. Schwarzkern. Fresswurz. Seltsame Pflanzen, die liebend gerne Wasserkerne verspeisen und angeblich etwas im Austausch auswirken. Ja, das hat geklappt. Das war ein Wasserkern, okay. Was brennt hier? Eben? Achso, das ist ein Feuerkern. Wenn ich den ins Wasser schmeiße, was passiert da? Einfach gar nichts. Gut. Auch nicht so schlimm. Guck mal, da oben sind Äpfel oder so. Brokkoli. Hier lag noch Brokkoli. Ich will den Brokkoli haben. Oh, damit werden wir wohl viel zu tun haben mit dem Kochen im Allgemeinen. Erstmal ein bisschen farmen, ne? Bäume zu schlagen können wir nicht. Oh, aber die Krise können wir alle wegschlagen. Hier sind noch Kristalle. Aber die scheinen uns wirklich nichts zu bringen. Hier sind noch Pusteblumen. Konnten wir ja auch einsammeln. Wieso hängst du da jetzt in der Luft? Da kann ich dich nicht einsammeln. Ah ja, alles klar. Schwarzkern. Siehst du? Na gut. So, wir gucken jetzt erstmal, was es hier noch so gibt. Escape. Wenn ich die Escape-Taste drücke, komme ich hier auch mal auf den Umschlag. Zeitlich begrenztes Auflade-Promo-Event. Für Aufladungen mit Midas-Buy erhältst du 10-25% zusätzliche dunkle Kristalle. Ach so. Bill of Goods? Naja. Gott, nerven sie mich hier gleich mit irgendwelchen Aufladungen, die ich machen kann. So, wir haben hier einmal unsere Hauptklinge und hier haben wir offensichtlich noch Doppelklingen, wo auch immer wir die her haben. Kampfkraft 56, Kampfkraft 28. Die können wir nochmal verbessern, die Klinge. Verbessern. Stufe 10. Verstärken. Achso. Stufe 10 im Wanderermodus müssen wir noch erreichen. Verfügbare Materialien sind nicht da. Alles klar. Relikte. Ah ja, okay. So wie es aussieht, haben wir mehrere Möglichkeiten, uns vorwärts zu bewegen. Werden wir noch lernen, denke ich mal. Training. Training beginnen. Schauen wir mal rein, ne? Gehört zu einem Let's Test ja nun mal auch dazu. Ich weiß auch noch nicht, ob wir das Ganze wirklich dann als Let's Play machen im Laufe der Zeit. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich haben werde, um das Game zu zocken. Aber das seid ihr ja gewohnt von mir. Mittlerweile ist es ja so, dass ich mich schon lange nicht mehr habe blicken lassen. Deswegen war es für mich jetzt erstmal ein Anliegen, überhaupt mal wieder da zu sein. Nähern und hochheben. Ach ja, stimmt. Ah ja, siehst. Das war ja das, was wir eben gerade schon gemacht hatten. Gut, gut. Dann üben wir erstmal das.
Das ist zwar nichts Dickes, aber kann nicht schaden. Vor allem, wenn wir auch Dunkelkerne bekommen. Die scheinen ja besonders wichtig zu sein hier. Training abgeschlossen. Okay. Nächster Abschnitt. Ah, alles klar. Leiden von Flammen. Ah, okay. Die Sense ist ja auch mal der absolute Hammer, ne? Schlag auf die Löwenzahnsamen ein und sammle 3 Trainingsschwarzkerne. Oh ja. Also bewegungstechnisch übelst geil. Durchsehentechnisch noch nicht so. Greife den Samen. Ja, wie denn? Wenn er da in der Luft hängt. Löwenzahn sammeln. Und da ist der Schwarzkern. Wow, was war das denn? Hat er sich jetzt aufgeladen? Verwende einen Fallangriff und sammle 3. Einen Fallangriff? Oh, gedrückt lassen. Habe ich intuitiv richtig gemacht. Alter. Sammeln. Okay, okay. Greif Efeutruhen mit Flammenwerfen an. Okay. Aktiviere. Da war jetzt nichts drin. Ist hier irgendwas drin? Nö. Ich glaube, da soll auch gar nichts drin sein. Und die Kapsel auch aktivieren. Training abgeschlossen. Gut, verlassen. 5 von 5 haben wir jetzt fertig. War ja nichts Dickes, wie es zu erwarten war. Aber die Sense möchte ich jetzt bitte sofort haben. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dim, 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 dim. Die Ladescreens lassen gern auf sich warten. Und dann immer diese berühmt-berüchtigten 90%. Natürlich brauche er für 10% noch ewig. Also wirklich ewig. Wirklich, wirklich ewig. Da hat man ja richtig Zeit, den Text da unten zu lesen. Warren, zu Zeiten der alten Föderation. Na toll, jetzt habe ich gerade angefangen. Egal. Moment. Lags sind nicht erlaubt. So, da drüben die Kiste hatten wir schon geöffnet. Der Glitzerpfad zeigt uns diesen Weg hier. Ein bisschen schneller, komm schon. Lass dich von der Flut nicht mitreißen. Kopfsalat können wir gleich noch mitnehmen. Was ist das hier? Können wir das auch zerschlagen? Sieht
so aus. Honig. Nadelbienen. Bienen, Bienen. Bienen. Die mich nicht angreifen, möglicherweise. Achso, da, weil ich das jetzt kaputt gemacht habe, habe ich Honig gesammelt. Ein Schwein! Wildschweinfleisch. Ah ja, wir haben jetzt natürlich keine Flammenwaffe. Ah, okay. Na, das sollte am besten nicht passieren. Trainingsanlage. Mysteriöse Einbauten, die überall auf der Welt verstreut sind. Angeblich sind es Trainingseinrichtungen aus der Zeit vor der Katastrophe. Müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert werden. Okay. Das sieht so aus, als wenn wir das aktivieren können. Astra Geschwindigkeitstraining 2. Laufen, laufen, laufen. Keine Lust auf den Orientierungslauf. Deine Ränge lassen zu wünschen übrig. Verbessere deine Fähigkeiten mit Geschwindigkeitstraining und schaffe es an die Spitze. Herausforderungsstufe normal. Erstens, aktiviere den nächsten Energiering. Kontrollpunkt mit dem Ziel Energiering. Trainingspunkte 160 bis 200. Bereit? Wie jetzt? Wie jetzt? Wohin? Soll ich da reinspringen? Durchspringen? Ach so. Wohin jetzt? Da. Okay. Da hoch. Oh Gott, da oben komme ich ja gar nicht mehr an. Na, das war ja nicht doll. Ich glaube, ich habe nicht genug Ausdauer dafür. Training fehlgeschlagen. Ja, supi. 160 Belohnung. Ich kriege trotzdem eine. Trainingspunkte. Zum Einlösen für Trainingsbelohnung. Universelle Trainingspunkte. Alles klar. Zum Schließen auf eine beliebige Stelle tippen. Habe ich. Kann ich das nochmal wiederholen? Gefallene Früchte. Oh, ein Riesenhase. Zack, zack, zack. Wildfleisch. Mokden. Achso, das ist ein Lieber. Ah, Wanderer. Lass dir gesagt sein, Mokden verwandelt sich in einen Pilz. Dank des verwandelten Pilzes kannst du hoch in die Luft springen. Springe nach oben und stoße den kleinen fliegenden Ball aus der Luft zu Boden. Dann gibt dir Mokden vielleicht etwas Nützliches. Willst du mit Mokden spielen? Du kannst noch einmal spielen. Solltest du verlieren, darfst du weiterspielen. Okay, der Pilz verwandelt sich. Okay. Ah ja. Das war's schon? Nee, trifft drei fliegende Bälle. Was denn für Bälle? Ach, ich muss die bestimmt schlagen, ne? Okay, Nummer 1. Nummer 2.
Training abgeschlossen. Zeit 2, verbrauchte Zeit 1 Minute. Ich dachte, ich soll 3 treffen. Der Pilz verwandelt sich. Okay. So, Moment. Hallo. Da bitte drauf. Wieder drauf. Und Nummer 3. Perfekt. Einmal Honig sammeln. Kommen bestimmt wieder Bienen raus. Gehalten. Alter, was ist denn hier alles zu finden? Mein Farmherz, das will ich ja unbedingt alles haben, ne? Gut. Warte mal, wir gehen mal noch zum nächsten Ziel. Wo war das nächste Ziel überhaupt? Achso, das ist wieder sowas. Entziffern forciert. Du hast noch Schlüssel zum Entziffern. Perfekt. Trotzdem Entziffern forciert. Ja, meinetwegen. Dafür ist sie mir zu einfach, oder? So, wo ist der Glitzerpfad überhaupt hin? Glitzerpfad, Glitzerpfad. Glitzerpfad, Glitzerpfad. Oh, ein Silberbarsch. Hallo. Silberbarsch erhalten. Typ 1. Passiert. Jo, machen wir so. Waffenbatterie 1. Ich glaube, hier musste ich hin, ne? Oh, hier sind Feinde, Feinde! Achso, das war... Okay. Nice, also die Art und Weise, wie man angreift, ist wirklich genial. Und dass man hier zwischen den Waffen einfach hin und her wechseln kann, ist auch gar nicht so schlecht. Gut, können wir uns die Kiste da oben schnappen, würde ich sagen. Aber ich bin echt davon ausgegangen, dass das unser Ziel ist. Sieht nur eben nicht so aus. Dunkler Kristall, universelle Währung. So, warte mal, zum... Ah, okay, ich kann einfach zum Navigieren wieder T drücken. Darüber müssen wir. Nee, ich muss auch nicht. Löwenzahnsamen eingesammelt. Gibt es aber auch einiges, was man mitnehmen kann. Ist ja kein Wunder, dass man jetzt hier zum Schluss nicht zum Ziel kommt.
So. Kochen, ne? Das können wir später mal machen. Mittlerweile haben wir ja schon ein bisschen was gesammelt, ne? Na, was ist das denn für ein Portal? Nö, lassen wir stehen. Ach so. Okay, dass hier ein Fahrstuhl hinkommt, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Gut, Astra Serverbot, Schrottbot. Astra Administrator, Schrottbot ist online. Willkommen, Benutzer. Hey, I'm a friend of Shirley's. She sent me to get help from you. Hallo, ich bin ein Freund von Shirley. Wir brauchen deine Hilfe. Ist bei Shirley ein Problem aufgetreten? She's all right. We're just trying to fix a broken deconstructor and we're hoping to borrow your backup power source. Ihr geht es gut, aber wir versuchen einen kaputten Dekonstruktor zu reparieren und dazu bräuchten wir deine Ersatzenergiequelle. Bestätigt. Bitte nimm die Ersatzenergiequelle, sie soll ein Zeichen unserer Verbindung sein. Ich werde außerdem die aktuellsten geografischen Daten von Astra mit dir teilen, mein neuer Freund. Synchronisiere. Und nun? Okay, das ist also so ein Turm. Ja, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Sowas kennt man von vielen, vielen Spielen. Mittlerweile jedenfalls. Gerade so Ubisoft-Spiele zum Beispiel sind ja voll mit sowas. Oh, Scheibenkleister, jetzt rutsch ich hier. Nein. Oh. Glück gehabt. Das hätte auch voll ins Auge gehen können. So, dann einmal ab. Gut, Schrottbot. Nochmal ansprechen. Alarmstufe 2. Die Astra-Umweltstation wird angegriffen. Fordere Unterstützung an. Hilfst du mir bei diesem Problem, mein Freund? Natürlich. Vielen Dank. Erfasse Astra Umweltstation. Leite Maßnahmen ein. Astra Umweltstation? Ach, das ist die da drüben, ja? Aktiviere dein Jetpack und fliege in den Himmel hinauf. Die Station wurde von Hypnos aufgebaut, um die Strahlungsgefahren in Hypnos Stadt zu überwachen und zu beheben. Ich musste jetzt mal ein bisschen abbrechen, bevor ich jetzt hier total in die Tiefe falle. Oh, hier sind aber schon Risse. Okay. So, greifen wir mal an. Wow. Stahlrückgrat.
Ein wildes Tier, das durch Omnium mutiert ist und anschließend durch Cyber-Modifikationen noch bösartiger gemacht wurde. Die Metallhülle ist nahezu undurchdringbar. Aua! Kann ich jetzt so einen Kopfsalat essen? Autsch! Aber nur nahezu, sagen sie. Nur nahezu. Okay. Und nun? Achso, mit dem Schrottbot reden. Danke für deine Hilfe mit den Eindringlingen. Leider wurden ein paar Sammler aus ihrem zugewiesenen Sektor vertrieben. Kannst du ihnen bitte zurückhelfen? Du musst die verschwundenen Sammler einfach nur finden und ihren Autoführer aktivieren. Gefahr in der Umgebung erkannt. Um deine Sicherheit zu gewährleisten, werde ich Hykros und um Zugang zu Waffen und Simulacrum-Daten für dich bitten. Folge mir bitte. Simulacrum-Daten. Mensch, 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 Mensch. Also ich wüsste schon gern, was jetzt hier alles so passiert. Bestelle eine Waffe. Sonderbestellung. Einmal Auftrag. Bade. Geil. Nochmal bitte. Probiere deine neue Waffe aus. Waffen. Wechseln. Benutzen. Begib dich in ein Simulacrum. Simulacrum. Willkommen zur dritten Generation des Simulacrum-Waffensystems. Unsere zentrale Datenbank. Und unabhängige Datenmodule gepackt. Okay, Simulacrum. Der Name schon fast sagt, ist dann also der Simulator? Oder wie? Oder was? Oder wo? Oder wer? Nutzer können Daten von spezifischen Modulen abrufen. Das System wird vor von Kampfschwäche. Die Nutzer helfen sich an die chaotische Kampfumgebung anzupassen. Markiertes Simulacrum auswählen. Ja. Ja. Und nu? Hä? Aktivieren. Und was nun? Jetzt bin ich eine ganz andere Person, oder was?
wechseln. Benutzen. Ach so. Warum? Ach so, jetzt kann ich als der Charakter simuliert durch die Gegend laufen, oder wie? Dunkle Sphäre, die auf natürliche Weise durch den unbekannten Einfluss von Omnium entstanden ist. Sie leuchtet in einem schwachen violetten Licht, das eine bestimmte Menge an Energie zu enthalten scheint. Waffen. Was soll ich jetzt hier machen? Achso, verbessern kann ich die noch. Verbessern. Stufe 1. Rucksack. Outfits. Ja, alles klar. Rote Punkte verwirren mich. Rote Punkte verwirren mich ziemlich häufig. Und jetzt haben wir hier so eine donnerhelle Wade und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt... Bedanke dich beim Schrottpott. Ja, machen wir. Dieses Set an Simulacrum-Ausrüstung ist die neueste Erfindung von Hygros. Es wird dir in kommenden Kämpfen zur Seite stehen. Frage nach dem Simulacrum-System. Wurde von Hygros entwickelt. Es verwandelt die Persönlichkeit und Verhaltensdaten des Wirts in KI-Algorithmen um und speichert sie in bestimmten Modulen in der Datenbank. Der Algorithmus speichert einen Teil der Persönlichkeit und Erinnerungen des Wirts, um ihm damit im Kampf Unterstützung zu leisten. Das sollte dir dabei helfen, die verschwundenen Sammler zu finden. You didn't run into any trouble, did you? I couldn't contact you just now. I got the power source, but there's something I have to take care of. I'll be back as soon as I'm done helping the scrapper. Okay, stay safe. Okay, jetzt laufe ich die ganze Zeit als Frau hier durch die Gegend. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist irgendwie weird. Bitte warten. Aktiviere geografischen Scan. Plane Route. Mit dem Gebietsscan beginnen. Achso, ich soll ja jetzt die Dinger hier einsammeln, ne? Rückkehrsequenz einleiten. Aktiviere geografischen Scanplan. Okay. Die Bomben wollte ich jetzt nicht unbedingt hochgehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt schon besiegen muss. Aber wenn sie schon mal in der Nähe sind, ne? Dann denke ich mir, warum nicht? Da ist noch einer. Ja, also das Kampfsystem ist auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. Die Bewegungsabläufe sind schick. Und noch nicht durchzusehen gehört ja auch einfach dazu, ne? Gut. Labyrinthen-Goliath. Im Kopf dieser Gegner herrscht gähnende Leere. Bis auf eine Stimme, die schreit, kämpfe, reiß sie in Stücke. Das, ja. Reicht ja eigentlich auch, ne? Schwarzkern erhalten, Gold erhalten, dunkler Kristall erhalten. Geil, geil, geil. Nehme ich alles gern mit. So, da oben ist der nächste. Jo, da ist er. Bitte warten. Rückkehrsequenz einleiten. Plane Route. Die Sammler kommen zurück. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Natürlich, sehr gern. Öffne die Karte und nutze den Raumriss, um zurückzukehren. Übermitteln. Also das ist auf jeden Fall die Schnellreisestation. Das ist gut zu wissen.
Und jetzt warten wir wieder auf die üblichen 10%. Schnarch. Schnarch. Na, ich denke mal, so eine Ladezeiten werden sie im Laufe der Zeit dann auch patchen. Weil das ist ja schon echt krass. Das war ja jetzt eigentlich als Schnellreise gedacht. Und so schnell geht's ja dann doch nicht. Da wäre ich dann lieber doch zurückgelaufen. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt sollen wir aber eigentlich da unten hin. Bringe die Energieversorgung für den Dekonstruktor zurück. Achso, dahin müssen wir. Genau. Okay. Ich denke, für ein kurzes letztes Test wird das auf jeden Fall reichen. Ich bin ziemlich angefixt. Und denke, dass wir das auf jeden Fall ein bisschen weiterspielen werden. Mal gucken, wie lange. Aber für den ersten Blick war das doch schon mal vielversprechend. Hallo. Sehe ich jedenfalls so. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja. Mit diesem schönen Blick verabschiede ich mich dann für heute erstmal. Oder für diese Aufnahme, besser gesagt. Wünsche euch einen schönen Tag und sag nur noch, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr der Fliege. Tschüssi.